In Word-Tabellen lässt sich auch rechnen, so wie in Excel, allerdings etwas eingeschränkt. Ich habe jetzt hier eine Auflistung von der Bestellung. Ich möchte hier den Gesamtpreis ausrechnen. Ich brauche hier wieder meine Tabellentools, Layout und hier haben wir Formel. Und ich brauche jetzt eine Summe. Und dann wird mir hier die Formel entsprechend vorgeschlagen. Jetzt habe ich allerdings nicht die Eingabe wie in Excel mit A1 plus A2, sondern ich sage hier Above für darüber, also alles, was über dieser Zelle ist, soll summiert werden. Ich kann auch das Zahlenformat bestimmen. Lassen wir es mal weg. Ja. Und dann kommt hier die 90 raus. Das Ganze ist ein Feld. Also es geht leider nicht, indem ich hier reinschreibe Sum, Klammer auf, Above, Klammer zu. Oder Enter oder was ich. Das ist hier reiner Text und was wir hier brauchen, das ist eben ein Feld. Also nochmal Sum, Above, Klammer zu. Und diesmal machen wir das mit dem Zahlenformat Euro und dann sieht das Ganze so aus.